Neuer Tag beginnt. Und wir stinken, wir haben voll Bock zu duschen. Aber wir haben viel zu wenig Wasser zu duschen. Das heißt, wir müssen mehr Wasser suchen. Genau, und dann gehen wir duschen. Wenn wir Wasser gefunden haben. Also noch mehr, weil jetzt gerade das Wasser, es reicht nur noch für Koffein zu kochen oder so und das war's. Und guck mal, hier haben wir geschlafen. Genau, so sieht dieser Shelter von innen aus. Aber hier sind viel zu viele Mücken, die uns zerstochen haben die ganze Nacht über. Das war richtig scheiße gewesen. Und mein Wolf, den spüre ich kaum noch. Prüft Doppel später den Spürschuh wieder. Der hat sich über Nacht ein bisschen verheilt. Ich bin ein Erdbeerkopf. Guck mal, so sieht unser Schlafplatz von dieser Perspektive aus, tagsüber. Wer diesen Tarp-Aufbau-Varianten-Video sehen will, ich habe das unten verlinkt, damit ihr euch das angucken könnt und es nachmachen könnt. Genau. Und wir werden die ganze Zeit von irgendwelchen Waldarbeitern hier belästigt. Die schneiden da drüben Holz und so. Mit Kettensägen und so. Hört ihr das? Die haben uns wach gemacht. Es blubbert geil. Das sieht richtig geil aus, wenn es blubbert. Weil dann ist es schon fast fertig, nachdem es gezogen hat. Dieser Koffein, der wird gleich gesoffen. So, der Kaffee ist fertig eingezogen. Geil, das ist richtig geil. So, weil dieser Loch hier vorne immer größer geworden ist und ich heute nicht zu faul bin, den zusammenzunähen, werde ich den jetzt grob zusammennähen. Mit Nadel und Faden. So, ich habe das hier jetzt zusammengenäht, ganz grob. Also nicht perfekt, sondern grob. Genau, weil ich bin zu faul, um das perfekt zu machen. Deswegen habe ich das grob gemacht. Und ich bin sehr gespannt drauf, wann das nochmal aufreißt, dass ich das nächste Mal zusammennähen kann. Ich bin richtig gespannt drauf. So, jetzt packen wir die restlichen Sachen ein und laufen los. Der neue Tag muss beginnen. Wir brauchen Wasser. Diese Mücken, die nerven. Aber bevor wir losgehen, werde ich hier diese Voice-Verteidigung an mir dran schmieren. Das stinkt, wenn dann Schweiß dazwischen ist. Genau. Deswegen werde ich den reinschmieren. Genau an der Stelle, wo vielleicht ein Wolf kommt und mich frisst. Weil ich habe keinen Bock drauf, dass der mich schon wieder heute auch frisst. Deswegen werde ich das da drauf schmieren. Das habe ich nämlich gestern gar nicht gemacht. Ach so, mein Sack glitscht rum. Wegen der Wolfsverteidigung, die ich gerade drauf geschmiert habe. Das rutscht rum und so. Das glitscht. So, wir sind aus dem Waldstück rausgelaufen. Wir haben irgendwo da drüben gepennt. Da, wo die Kettensägengeräusche sind. Genau. Und jetzt sind wir wieder draußen. Das Wetter ist wieder voll cool. Ich kann meinen Fummel gleich wieder ausziehen. So, wir haben uns überlegt, wegen Wassermangel etwas abzukürzen, weil der Heizstufenweg, der geht da lang. Und nach da lang geht das für 4 Kilometer nach Lutterloh. Und wir laufen stattdessen nach da lang zu Lutterloh, damit wir nicht mehr laufen müssen, bevor wir Trinkwasser bekommen. Genau, weil wir brauchen Trinkwasser und wir brauchen Einkaufsmöglichkeiten. Wir laufen danach dann direkt nach Unterlüß. Da gibt es Einkaufsmöglichkeiten. Das sind noch weitere 5 Kilometer, nachdem wir in Lutterloh angekommen sind. Aber Hauptsache, dass wir in Lutterloh erstmal irgendwo Trinkwasser herbekommen, damit wir es trinken können. Achso, und der Heizschnuckenweg, der wird, keine Ahnung, in Unterlüß sowieso fortgesetzt. Der führt da auch durch. Und jetzt laufen wir so einen entspannten Weg. Das ist ein richtig geiler Weg für meinen Wagen, weil die anderen Wege so schwer sind, damit durchzuschieben. Genau, deswegen ist dieser Weg voll geil. Da können wir ganz schnell Kilometer machen. Fahrradweg nennt das sich. Das ist ein Pilgerwagenweg. Der ist optimal dafür geeignet. Guck mal, wir haben Lutherloh gefunden. Wir sind hier angekommen. Hier werden wir Wasser sammeln gehen. Also wir werden irgendwo nachfragen, ob wir Wasser herbekommen können. Und hier in Lutterloh habe ich früher gewohnt. Das ist aber sehr lange her. Da war ich in der dritten und vierten Klasse gewesen. Genau, in dieser Ortschaft habe ich hier gewohnt. Aber ich zeige euch die Wohnung nicht, weil wir zu faul sind, da reinzulaufen. Wir laufen einfach weiter bis nach Unterlüß durch. Und aus Datenschutzgründen, genau. So, sie holt jetzt Wasser, damit wir keinen Wassermangel mehr haben und mehr Wasser trinken und missbrauchen können. Und zum Duschen brauchen wir auch Wasser. Brunnenwasser.
Das hört sich sehr gut an. Aus 80 Meter Tiefe, aus dem Brunnen, hat einen Anschluss. Das ist sehr gut. Und es sieht sauber aus, nicht so wie dieses andere Wasser. Super. Viel, viel, viel besser als das andere Wasser von gestern. Ja, doch, ist gutes Wasser. Ja. So, wir haben hier Bänke und Stühle. Bänke und Tische haben wir gefunden. Und hier werden wir drauf kochen. Das hätte aber auch Zeit. Wir wollen Mittagessen. So, du hast eben gerade einen Hofladen gefunden und hast Bier und Wein gekauft für 12,50 Euro. Ja. Das ist voll teuer. Ja, aber. Und 2 Euro Naschi. Selbst zusammengestellte Naschitüte. Geil. Jetzt sind wir für die nächsten 5 Kilometer versorgt. Geprost. Jetzt wird Essen gemacht. Das sind Zwiebelwürfelchen hier. Guckt euch an. Ja. Ne? So wird's gemacht. So, Essen ist fertig. Schmeckt richtig geil. So, wir haben aufgegessen und ich werde noch einmal Koffein herstellen, weil wir haben Bock auf noch einen zweiten Kaffee. Weil wir haben ja jetzt genug Wasser dafür. So, Kaffee ist fertig. Und das schmeckt wieder voll geil. So, wir haben Koffein ausgetrunken und die Sachen sind gepackt. Jetzt laufen wir nach Unterlüß. Das sind 5 Kilometer von hier aus. Wir laufen die Landstraße durch. Also da, wo Pilgerwagenweg ist. Wo man damit viel besser durchkommt. Hier fahren überall diese störenden Autos vorbei. Die nerven uns die ganze Zeit hier auf diesem Weg. Ich bin ein Kaninchen. Guck mal hier. Hier vorne sind Heidschnuckenweg, Wegweiser. Das ist ein sehr entspannter Weg hier vorne auf der Straße. Aber die Autofahrer, die belästigen. Die machen diese Autogeräusche. So, wir haben Unterlüß erreicht. Hier gibt's Biergeschäfte. Wir werden das begutachten, diese Biergeschäfte. Und wir sind in einem flotten Gang hier hingegangen. Na, wie geht's dir? Ich hab eine fette Mücke gestochen. Die Mücken müssen weg. Guck mal hier. Hier vorne ist eine Fahrradreparaturstation. Mit Luftpumpe und sowas. Das heißt, ich kann hier die Reifen von dem hier aufpumpen, also von meinem Wagen, weil da ist zu wenig Luft drauf, glaube ich. Genau, prüfen, ob ich danach noch besser damit schieben kann, wenn das dann aufgepumpt ist. So, ich habe die Reifen aufgepumpt und es ist zwar nur ein Minimalunterschied, aber den merkt man. Dass da so ein Minimalunterschied drin ist. Mit den aufgepumpten Reifen. Genau. Deswegen habe ich die Reifen aufgepumpt. Guck mal, wir haben hier ein Biergeschäft gefunden. Wir werden jetzt hier Bier und nochmal Sachen kaufen gehen. So, wir haben gerade Bier und nochmal Sachen eingekauft. Beziehungsweise wir noch mehr andere Sachen gekauft als Bier. Aber Bier haben wir auch eingekauft. Und wie es sich gehört, wenn ich in dieser Region bin, wo es Zeller Bier gibt, da muss immer Zeller Bier getrunken werden, das ist ganz wichtig. Das ist für mich eine Tradition, weil in Bremen gibt es kein Zeller Bier. Geprost! Einer meiner Lieblingsbiere. So, die Sachen sind gepackt. Der Wagen ist wieder so richtig überfüllt und voll und schwer und so weiter. Der ist so richtig schwer geworden schon wieder. Und wir laufen jetzt zum nächsten Dönerladen. Und nur zu essen. Und der nächste Dönerladen, der ist direkt hier vorne. Genau da werden wir jetzt Döner essen. Oh, scheiße. Heute ist der einzige Tag, wo geschlossen ist. Heute ist Montag und Montag ist geschlossen. Das ist voll scheiße. Das heißt, wir müssen woanders gucken, noch was zu essen. Und falls es das nicht geben sollte, dann kochen wir wieder. So, wir laufen jetzt gerade an meiner alten Schule dran vorbei. Und zwar diese Schule.
die ich in der dritten und in der vierten Klasse besucht hatte. Genau, und ich habe die zum ersten Mal nach so langer Zeit vor 2 Jahren gesehen, wo ich diesen Heizschluckenweg gelaufen bin. Weil ich das dort schon erzählt habe und noch mehr Einzelheiten und so weiter und wie das mit den Unterschieden und so weiter. Genau, erzähle ich das jetzt nicht. Ihr sollt in meinen alten Heizschluckenweg reinschauen, damit ihr euch das hier und die Geschichten dazu anhören könnt. Aber genau, das wollte ich auf jeden Fall Bescheid gesagt haben, dass wir jetzt gerade an meiner alten Schule vorbeigelaufen. Ein Rückblick in die Vergangenheit, weil diese ganzen Sachen hier, die sehen fast alle noch so aus wie früher. Also an Klettergerüsten und so. Ja, genau. Hier ist fast nichts Neues. Das habe ich vor 2 Jahren feststellen können. Guck mal hier. Wir haben hier eine Schutzhütte gefunden. Und zwar diese hier. Wir werden jetzt was zu essen kochen. Und zwar dasselbe Essen wie vorhin. Und irgendwo da ganz hinten im Wald, da werden wir dann pennen. Genau, das machen wir hier. Weil wir haben diese Schutzhütte hier gefunden. Und mein Gesicht leuchtet weiß. Hier kam eine Katze zugelaufen. Genau. Die will meine Nicknacks auffressen. Oh nein! Scheiße. Jetzt hast du die Paprika verloren. Gibt nichts über ein scharfes Cuttermesser, ich sag euch das. Ich finde die geil, die Nudeln, weil die so fett sind. Und diese Zwiebel wird auch geschält. Ja. Hier ein Geschenk von Natururin. Genau. Jetzt kannst du das aufessen. Oder nee, du kannst das auflecken, weil wir essen das. Jetzt. So, Essen ist fertig. Und es schmeckt wie heute Nachmittag so richtig geil. Die Katze nervt uns beim Essen die ganze Zeit. Der wollte schon wieder hier angreifen. So, weil wir an einer Katzenhaarallergie leiden, flüchten wir zum Wald, um dort zu schlafen und von der Katze in Ruhe gelassen zu werden. Eben gerade sind eine Horde Wildschwein vor uns vorbeigelaufen. Das war lustig. Total. So super lustig. Ich finde das cool. Aber ich habe die leider nicht auf die Kamera bekommen, aber die war ganz nah dran. So nah, dass man sie grunzen gehört hat. Guten Morgen. Nächster Tag beginnt. Und wir haben letzte Nacht ganz viele Wildschweine im Lager gehabt. Da war eine ganze Armee davon. Und später war nur noch ein einzelnes da. Das habe ich dann irgendwann ein paar Stunden später gehört. Während du ganz fest geschlafen hast. Da war das auch, da war dieser einzelne Wildschwein. Der hat sich so richtig groß und fett angehört. Der war genau vor uns. Also direkt hier hinterm Tab. Sehr wohl. Die waren auch voll fett und groß. Wie geht's deinem Fuß? Nicht so gut. Brennt total. Das ist scheiße. Wir werden gleich duschen gehen. Gestern Abend war es zu kalt gewesen. Also viel zu kühl und unangenehm. Jetzt gleich gehen wir duschen. Jetzt scheint die Sonne, das ist geil. Ja, Tour duschen ist geil. Oh scheiße, meine Sonnenbrille ist kaputt gegangen. Und hier knallt das die ganze Zeit rum. Von diesem Militärgebiet. Und scheiße, ich kann keine Sonnenbrille benutzen mehr. Da drin haben wir gepennt. So war unsere heutige Tarp-Aufbauvariante. Ich habe keine Ahnung, wie diese Aufbauvariante heißt, aber vielleicht baue ich die irgendwann mal als separates Video ein. So habe ich das gebaut. Ich wollte anfangs so ein Tipi bauen, aber
irgendwie war zu wenig Platz für mein Gepäck. Deswegen habe ich die Seite vom Tipi gelöst und das hier so umgewandelt. Genau. Hier steht das Tarp und hier ist ein Wildschweinspur. Genauso wie das hier auch. Und da ist es ganz frisch, da haben wir richtig gewühlt. Jawohl, das haben die Wildschweine heute Nacht gemacht. Und ich dachte, die Geräusche kommen von dort und dort habe ich immer hingeleuchtet. Aber ist die von hier kommen? Gesagt, das ist da ganz dicht dran hier. Ja. Egal, die Wildschweine waren amüsant. So, ich habe gerade meinen Tab abgebaut und dann da dran gehangen. Weil das hier, das ist jetzt unsere Duschwand. Wir werden dahinter duschen. Weil hier vorne ist ein Fußweg, hier sind Spaziergänger und so. Und genau deswegen habe ich gerade diese Duschwand für uns hier gebaut. Damit wir da drin dahinter duschen können. So, ich werde jetzt mal eine Dusche vorbereiten. Und zwar den Deckel wechseln. Und zwar den hier, den habe ich im letzten Tutorial genau gezeigt. Ach scheiße, hier passt der Deckel nicht rein. Dann probiere ich das mit dem Deckel. Ach scheiße, da passt der Deckel auch nicht rein. Für diesen Fall habe ich hier meinen alten Deckel vorhanden. Genau. Prüfen, ob der hier rauf passt. Ach scheiße, da passt auch nicht drauf. Das heißt, ich muss jetzt extra den Nadel holen, um den Deckel schon wieder zu machen. So, ich mache das hier dieses Mal mit so einer Scherenspitze, weil ich keinen Bock habe zu graben. Und genau, das hat Bianca schon zur Hand gehabt. Und genau, ich mache das hier. Ich mache hier ein paar Löcher rein. So, ich habe hier ein paar Löcher reingemacht. Und den werde ich jetzt auf meiner Flasche dran schrauben und prüfen, wie die funktioniert. Bin ganz gespannt drauf. Jawohl, so funktioniert die. Und so werde ich mich jetzt abduschen. Genauso und nicht anders. Ich bin fertig mit Duschen. Ich habe geduscht, ich bin frisch. Jetzt stink ich nicht mehr. Draußen in der Natur duschen zu gehen ist geil. So, Kaffee ist fertig. So, ich probiere jetzt meine Sonnenbrillenbeschädigung zusammenzuschmelzen. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. So, ich habe die Brillenbeschädigung zusammengeschmolzen und ich bin ganz gespannt, ob das hält. Also hält das jetzt, aber ich bin ganz gespannt drauf, wie lange das hält. Weil sobald das kaputt geht, dann kann ich den wegschmeißen und muss einen neuen kaufen. Ansonsten kann ich den weiter behalten und benutzen und genau. So, die Sachen sind gepackt. Wir sind aus dem Schwarzwildwald draußen. Oder noch nicht ganz, aber genau, da drüben haben wir gepennt. Und wir laufen erst nach Richtung Dahlang zum Heidstuckenweg. Oder erstmal nach Richtung Fassberg. Da werden wir bestimmt den Heidstuckenweg wieder treffen, weil der Heidstuckenweg führt durch Fassberg durch. Genau, deswegen laufen wir dahin. Und genau, jetzt Wanderungsstart kommt von diesem Tag. Oh scheiße, die Mülltüte ist gerissen. Das heißt, ich muss das im neuen Müllsack da reinpacken. Das ist Aufwand und zeitverschwenderisch. Wir sind jetzt gerade dabei, durch so einer nervigen Landstraße durchzulaufen, wo hier zwei LKWs voneinander überholen tun und so. Also so eine Vollfett-LKWs. Also mit hier Transporter, genau. Also Schwerlast, also mit ganz viel Gewicht. Genau, die haben sich überholt. Durch so eine Landstraße laufen wir durch. Die ganzen bitteren 11 Kilometer bis zur Fassberg. Das hört sich gut an.
wollten grüßen. Ich werde öfters erkannt. Guck mal, hier vorne stehen Sprengstoffe, Lebensgefahr, betreten verboten dran. Und das ist eingezäunt. Sowohl in dieser Seite, als auch in der gegenüberliegenden Seite ist das auch genau da. Und deswegen wurden wir die ganze Zeit von diesen, von diesen Explosionen belästigt. Hört ihr das? Jawohl. Das sind diese Explosionen. Und manchmal waren die so richtig laut. Die haben uns richtig belästigt. Bei diesem Wildschwein-Schlafplatz. Ich habe hier entzündete diese Stellen hier an den Fuß. Die sind ein bisschen eingewachsen, weil ich das zu klein geschnitten habe, bevor wir losgelaufen sind. Und du hast Blasen. Aber und deswegen werden wir jetzt eine Brotpause, also mit Leberwurst, machen. Genau. Das wird gleich so richtig geil sein. Kanapé? Dankeschön. Diese Leberwurst schmeckt voll cool. Nur Zwiebeln fehlen. Ich bin ein Kaninchen ohne Ohren. Vorne ist eine Blindschleiche. Ich habe eben gerade die ganzen leeren Bierflaschen unter so einen Mülleimer gestellt. Das habe ich gerade vergessen zu filmen, aber genau. Das wollte ich gesagt haben, dass ich das gemacht habe. Und den ganzen anderen Müll in den Mülleimer rein. Und wir werden hier von Autos belästigt. So, wir haben Fassberg erreicht. Prüfen, ob wir hier noch einen offenen Einkaufsladen finden oder nicht. Genau, deswegen laufen wir jetzt durch Fassberg durch. Wir haben Lidl gefunden und wir sind eine Minute vor Schließung angekommen. Und ich musste ganz, ganz schnell machen, weil gerade wo ich reingerannt bin, haben sie mich schon zur Kasse gebeten. Und ich habe nichts weiter eingekauft bekommen als ein paar Dosen Bier, die ich so an der Hand irgendwie so greifen konnte. Ich bin so richtig reingesprintet, habe die ganze Zeit gesucht. Wenn wir wenige Minuten mehr Zeit hätten, hätte ich auf jeden Fall mehr eingekauft. Wir laufen jetzt zu Ingos Grill. Der ist direkt hier vorne. Mhm. Jawohl, da vorne ist er schon. Und jetzt lade ich dich zum Essen ein, zu einem Imbiss. Mhm. Ich kenne ihn selber noch gar nicht. Oh ja, jetzt Abendbrotstart kommt. Mhm. Und wir sind so spät angekommen, dass es jetzt schon durchaus ist. So, das Essen war überdurchschnittlich gut gewesen. Ja. War lecker. Das war cool. Und jetzt laufen wir nach Richtung Müden. Das ist ungefähr 4,3 Kilometer von hier entfernt. Und müde bin ich auch schon. Ich noch nicht. Guck mal hier. Hier vorne ist dieser Schwimmbad von Fassberg. Den habe ich vor 2 Jahren mal ganz kurz gezeigt. Also die Einfahrt, wo es hell war. Die ist da drüben. Und genau, da habe ich schon mal in der Grundschule drin geschwommen. 2 Mal, genau. Das weiß ich noch ganz genau. Und seitdem an nie wieder. Weil weiß ich auch nicht. Ich habe es noch nicht. Heute ist es zu dunkel dafür. Das ist geschlossen. Ich bin ein Milchkopf. Ich meinte Ziegenmilchkopf. Mit Hörnern dran. Mit Schamhaaren am Kopf. Ich bin ein milchiger Gehirn, ein ziegenmilchiger Gehirn, das hier rumschwappt und rumläuft. Also genau dahin, nach diese Richtung schwappt. Wir haben Müden erreicht. Hier werden wir irgendwo pennen. Wir werden jetzt nach einer Stelle suchen gehen, wo wir pennen werden. Ich bin sehr gespannt auf die Stelle drauf. Die Kirche hat gehupt. So, wir haben eine gute Stelle gefunden, und zwar das hier. Genau, das hier, das wird unser Tarpplatz sein. Also hier werden wir unseren Tarp aufspannen. Und ich blende euch. So, ich habe gerade das Tarp aufgebaut. Ich habe das genauso wie vorgestern aufgebaut. Und das passt alles sehr gut rein. Das ist total groß. Da ist sehr, sehr viel Platz drin. Das ist eine voll cool Aufbauvariante. Sogar mit Aussicht zum Baumstamm. Hier oben geht's zum dritten Teil, falls dieser bereits veröffentlicht sein sollte. Und hier geht's zur Dahner Felsenland-Tour. Gebt euch das! Das ist ein geisteskranker Zweiteiler!